Superstar, den Millionen Frauen verehren. Bei einem Besuch in seiner Wahlheimat Tirol konnte ich ihn mal ganz privat und nachdenklich erleben. Viel Zeit hat Semino Rossi nicht. Doch mit mir war er einen Tag in Innsbruck und Umgebung unterwegs zum Plaudern. Diese Bergseilbahn, die steht ja eigentlich so ein bisschen symbolisch für deinen Karriereweg. Von es ganz unten nach ganz oben. Es ist so. Das war eine lange Weg, aber ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich in deutscher Sprache meine Karriere starten könnte. Okay. Und ich habe immer diese Innenstimmen gehört, irgendwann kommt meine Zeit. Kannst du dich noch an die Anfänge erinnern? Ich habe probiert in Argentinien damals, das war nicht möglich, weil keine wollte eine Romantik. Wow! Das ist live. Das ist turbulent. Das ist live. Ja. Du hast dich ja entschieden, als junger Mann mit 23 Jahren von der Heimat wegzugehen. Genau. Ist mit einem One-Way-Ticket ausgestattet nach Spanien gegangen. Und 200 Dollar in meine Tasche. Ich habe nicht gewusst, wohin. Und eine gute Freund von mir in Spanien hat mir gesagt, wenn du überleben willst, das musst du leider auf der Straße. Okay. Und das war eine sehr große Entscheidung für mein Leben. Wie war das Leben auf der Straße letztendlich mit der Gitarre zu spielen? Ist es eine Hemmschwelle, dass man das macht? Ich kann mich erinnern, der erste Tag, ich habe sofort die Gitarre gepackt und ich habe geweint wie ein Kind. Und ich bin 3 Tage zu Hause geblieben und ich habe gesagt, ich verschwinde, ich möchte, das schaffe ich nicht. Ich habe gesagt, mein Gott, ich möchte nach Hause, aber war kein Geld, um das Ticket zu bezahlen. Schau mal, der fliegt hier über die Berge, das ist verrückt. So wie du, ein Überflieger. Unglaublich. Sag mal, wie war deine Kindheit eigentlich in Argentinien? Das war eine glückliche Kindheit, weil wir haben weniger gebraucht. Wir haben keine Computer, keine Fernseher, keine Handy, keine. Aber wir haben die Freiheit, wir haben Zeit zum Träumen und wir haben zum Beispiel keine Football kaufen können, keine Ballon, Fußballballon. Und wir haben mit Stoff gemacht, das kann mich erinnern, mit, wie heißt das von den Frauen, die, von den Frauen, Strumpfhose, die Stoff. Okay, wir haben gefällt, so groß okay. Und wir haben so am Anfang gespielt. In der Freizeit spazierst du hier rum, aber vor einigen Jahren war das hier letztendlich auch hier in Innsbruck dein Arbeitsplatz, ne? Genau, das war meine Arbeitsplatz. Ich kann mich erinnern, an die Altstadt habe ich gesungen. Und hier, das war ein wichtiger Platz für mich. Dieser und Platz hier? Genau hier habe ich meine Frau kennengelernt. Und genau nach 3 Lied, was ich gesungen habe, das war meine Frau. Okay. Und hat mich damals 20 Schilling. Hat sie gegeben? Also heute wäre 1,40 €. Ich habe immer gesagt, das ist das beste Investition, was du je gemacht hast. Weißt du noch, welches Lied du gespielt hast damals? Ich habe, ich habe gesungen. Esa triste guitarra que suena y suena, sola en la noche. Wunderbar. Wenn du zu Hause bist, nach einer anstrengenden Tour oder nach vielen Konzerten, was machst du in deiner Freizeit gerne? Ich versuche, der meiste sein mit der Familie zu sein. Ich bin bereit, alles zu machen, was möglich ist, wie Wandern oder spazieren. Leider kann ich nicht Skifahren so gut. Aber ich begleite immer meine Familie. Ich bleibe auf der Hütte. Okay. Ich esse gerne einen Kaiserschmarrn. Und ich sehe vom Fenster, wie die beide oder alle drei fahren. Okay. Semino, schau mal, wie der reinfliegt hier. Hammer! Ist das ein schönes Bild? Ganz, ganz dieses nah, Panorama und dann das Flugzeug hier. Ja, Wahnsinn! Semino, sag mal, machst du das auch ab und zu mal so nach einer Tournee oder nach einem Auftritt, dass du irgendwie rausfährst in die Natur und einfach die Ruhe doch ein bisschen genießt? Das nehme ich schon mit der Seite, mit dem Motorrad irgendwo auf die wunderschönen Berge. Ich habe gelesen, dass du Angst hast, dass du nie wieder arm sein möchtest. Ängste habe ich keine, weil ich glaube, ich habe so viel gesehen in den letzten 20 Jahren. Ich habe so viel gelernt. Und wenn ich nicht mehr singen könnte, ich weiß, dass ich mein Leben
in andere Form auch überleben könnte. Wenn du nun deinen Weg anschaust, den Weg, den du in den letzten Jahren gegangen bist, wohin soll er führen? Ich träume immer noch, aber vielleicht sollte ich nicht so laut sagen, weil sonst wäre vielleicht undankbar. Ich bedanke mich jeden Tag für den lieben Gott, was ich in den letzten Jahren mit mir passiert und mit meinem Leben. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass dein Traum, den du in deinem Herzen hast, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Wenn alles so weitergeht, ich bin das glückliche Menschen auf der Welt.